Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben dies gehört. Das ist aktuell. Ja, das ist immer aktuell. Es kann nicht anders sein, selbst wenn es mal nicht aktuell wäre. Es ist immer aktuell, es ist stetig aktuell, es ist permanent, kontinuierlich aktuell. Dauerhaft aktuell. Und für solches, ganz einfach mal, Ton ab hier, Ton ab natürlich und Ton ab. Ja, also Sie sind einer, das haben wir schon mal gejagt, eine Sorte Mensch, die in die Medien schaut. Na schön, was sehen wir? Was sehen Sie in den Medien? Das müssen wir uns mal erklären. Es gibt ja andere Menschen, die sind alle Konsumenten. Das ist nun mal so. Und Sie sind einer der Konsumenten, der in die Medien schaut und sagt einfach mal, was er da so denkt. Das kann ich machen. Ich sage mal, da gibt es noch Ausläufer. Das aus ist, was in Medien geschieht, ganze Bücher, ja, ganze Bibliotheken sich füllen. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Das nimmt einen Hype. Da können Sie sagen, das ist ja vielleicht auch, will ich nicht sagen, dann komme ich Probleme hier, bekomme ich die. Das hat auch mit Geschäfte zu tun. Und da ist dann schon mal, da sagen Sie mal, leben und leben lassen oder sich nicht einmischen, sonst wird es gefährlich. Ja, das sage ich mal hier. Aber ich habe trotzdem eine Meinung, die muss ich dann ganz klein halten für solches. Ja. Und für dieses mir ganz klein zu halten, habe ich mir gedacht, dass ich Sie aufkläre. Ja, wie wollen Sie es denn jetzt machen? Aufklären? Also das ist doch nicht einfach jedem, dass ein Bürger nicht aufgeklärt ist. Dann nehmen Sie jetzt den 20-Jährigen oder Sie nehmen den Rentner, der da irgendwo sagt, ich habe mein Leben lang Zeitung gelesen. Was wird mir denn hier erzählt? Hm? Ja, das bleiben Sie doch mal ruhig. Also das können Sie doch jetzt aber auch nicht so mit mir jetzt hier. Das ist doch mal alles, ja. Ich sage einfach mal, manchmal kommt einem das vor in den Medien, wie wenn es Märchen sind. Das ist wie ein Märchen so, wissen Sie? Ja. Also Sie nehmen zum Beispiel mal Louis Trenker in den 50er, 60er Jahren. Da hat er einfach eine Geschichte mit einem Buch von Eva Braun erzählt, da ist nicht ein einziges Wort von wahr. Egal was da drin steht, das ist alles Grimms Märchen. Das glauben Sie. Und da hat es eine Generation gegeben, die hat da gesagt, oh, ja, der Louis Trenker, der erzählt da irgendwas und so, ja, ja. Und dann waren die alle so enttäuscht und dann hat sich das immer besser verkauft, was da so enttäuscht war. So ist es auch mit den Hitler-Tagebüchern. Das haben die Medien, haben die gesagt und jetzt kommt das Märchen von den Hitler-Tagebüchern. Und den Kujat oder so, da. Kujat, ja, ja, so ähnlich, ja. Ja, und jetzt haben wir wieder einen Fall. Der nennt sich, das ist das Neueste. Das ist ja nun die Hitler-Tagebücher 20 Jahre schon her. Das gibt dann irgendwann mal, jetzt sind sie vollkommen am Ende und jetzt fangen sie an, Märchen zu erzählen. Und jetzt haben wir die Relotius-Märchen. Relotius, ja, Resolutus oder wie der Typ da heißt da, möglicherweise noch eine Namensfälschung, das ist ja einfach wahr. Ja, da können Sie ja glauben, was Sie wollen. Ja, und weil das alles so ist, habe ich mir überlegt, ich bin auch dazu imstande, ein Märchen in die Welt zu bringen. Und dafür habe ich mir ein kleines Büchlein mitgebracht, das heißt Die drei Bären von Leo Tolstoi. Wollen Sie noch weiter zuhören? Das ist ein sehr schönes Märchen. Sie können weiter zuhören. Leo Tolstoi, drei Bären. Das ist im Übrigen aus dem Russischen übersetzt. Da haben sich sprachgebildete Menschen einmal Mühe für gegeben. Müssen Sie sich mal überlegen. Ich bin dem Russischen nicht fähig, aber ich mag diese kleine Geschichte hier, diese Märchen. Ne? Drei Bären mit Illustration. Natürlich, Leo Tolstoi. Ein kleines Mädchen ging einmal allein in den Wald. Es verirrte sich und begann, den Weg nach Hause zu suchen, fand ihn aber nicht. Da kam es zu einer Hütte, die Tür war offen, das Mädchen schaute hinein und sah, niemand war da, und so ging es hinein. Ja, so, finden Sie diese Erzählform nicht einfach herrlich? Dann hat man hier so unten schöne Illustration und dann geht es immer so weiter. Ja, da ist dann Mama Bär und Papa Bär, die haben da auch noch Namen. Ich kann es ja mal vorlesen. Ein Bär war der Vater und er hieß Michael Iwanowitsch. Wie gibt es so einen schönen Namen? Iwanowitsch, oh ja.
Und dann der andere war die Bärin, das war nämlich Mama Bär, und die hieß Nastassja Petrovna. Das ist doch auch ein schöner Name, ne? Und dann kommt das kleine Bärchen daher und das dritte Bärchen, ein kleines Bärenkind, und das rief man da Mischutka. Na, das klingt doch einfach alles herrlich. Das ist literarisch aus dem Russischen und ich mag solchen Märchen natürlich. Diese Märchen erzählt man Kindern und all diese Dinge und die Literatur ist da sehr weit mit sich. Überall gibt es da was, da kann man sich bedienen, so viel wie man will und man findet genug. Das ist doch einfach herrlich. Und das ist es eben, was die Medien machen. Die Medien haben eben auch das Recht, einfach solche Märchen mal zu erzählen. Da können sie doch sich nicht hinstellen und das einfach kritisieren. Das wird doch verkauft. Hey, sagen Sie mal, wollen Sie mir jetzt hier einen Bären aufbinden oder was ist das jetzt mit Ihnen hier? Na, ich glaube, Sie haben doch Informationsabhängigkeiten. Von denen leben Sie doch aber auch, selbst wenn Sie nur Konsument sind. Ja, das ist nun mal so, aber zwischen Märchen und das andere da, das habe ich immer gedacht, dass wir da immer noch unterscheiden. Nein, das ist nicht so. Das haben Sie gedacht. Wenn Sie das denken, dann bilden Sie sich eine ganze Menge ein. Sie müssen sich das nicht angewöhnen, da irgendwas da so ernst zu nehmen, da. Jeder Mensch hat den Weg seines Lebenslaufes, der Ihnen da ist. Mein Gott, ich gehe von Pontius nach Pilatus. Und glauben Sie, ein Journalist geht für Sie von Pontius nach Pilatus? Vielleicht in eigener Sache, aber doch nicht in der Sache für die anderen. Und warum soll ich nun hier in groß ausgelagerten Geschichten für manch einen, für Sie, da irgendwo den großen Weg da zwischen Märchen und Wahrheit in eine große Aufklärung für Sie zu gehen? Wer bezahlt mir denn da was? Das sage ich doch ganz einfach mal, schauen wir wieder in dieses kleine Märchen. Hä? Das ist doch einfach herrlich. Mischutka sah sein zerbrochenes Stühlchen an und brummelte, wer hat auf meinen Stuhl gesessen und ihn ganz kaputt gemacht? Das ist doch einfach Literatur. Lesen Sie weiter in diesem kleinen Büchlein. Ja? Das ist einfach viel herrlicher, als wie so von den anderen drei Fälschungen, was ich Ihnen da... Sie können auch in schöne Märchen gehen, wenn Sie die wollen. Wenn Sie Märchen suchen, suchen Sie sich das richtig aus. Also wenn Sie mich jetzt hier veralbern, das halte ich ja nicht mehr aus jetzt mit Ihnen. Ja, das ist einfach nicht mehr. Ja, Sie haben eben keine Fantasie. Sie suchen sich nicht Ihren Frieden in wirklich sehr schönen Geschichten. Das ist nun mal Ihr Problem. Ja? Gehen Sie da wohin, wo Sie sagen, oh ja, hier werde ich an sehr herrlichen Geschichten bedient. Und das ist nun mal, stellen Sie sich vor, selbst eine russische Geschichte in deutscher Sprache, ja, kann Ihnen da irgendwo richtigen Frohsinn spenden, ne? Also eine schöne, herrliche Geschichte mit diesen drei Bärchen. Finde ich einfach herrlich, diese Geschichte. Ja. Sagen Sie mal, sind Sie alterssenil oder was ist mit Ihnen los? Das haben Sie jetzt gesagt. Ja? Das ist jetzt bei Ihnen da irgendwie, das machen Sie da mal was da, ja, für sich da. Ja, das kann ich nur empfehlen. Ja, ich glaube, Sie haben ja immer hier vorweg und im Allgemeinen und im Nachhinein immer nur die falschen Fragen gestellt. Deshalb sage ich mal, die zweite Schale ein wenig kleiner gehörte Nastassja Petrovna. So was steht ihm alles in so einem Büchlein. Ne? Schauen Sie sich mal um. Vielleicht finden Sie ja mal was für sich. Ja, Sie haben es gehört. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Natürlich, die Medien erzählen uns viele dieser Dinge von dem, was wir glauben und nicht glauben. Dafür sind wir unterwegs. In eigener Sache, natürlich. Wir gehen den eigenen Weg vom Pontius nach Pilatus. Das ist nun mal nicht anders. Sollte dies ein jeder für sich selbst tun. Hallo, hallo. Bleiben Sie uns wohl auf. Ihre Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk.